Hey Gang Gamer, was geht ab? Ich zocke ein bisschen alleine Deathmatch auf Inferno. Allein, ich bin Muff. Ah, nein, ein bisschen Übung kann ja nie schaden, nicht wahr? Ich will euch erzählen, warum ich letzte Woche weg war. Also letzte Woche, die Woche nach der Gamescom. Da wollte ich eigentlich so im Internet nicht weg sein, aber ich kam nicht. Das war unsauber. Hey! Der hat aber lange gebraucht, um mich nicht zu regen. Das Problem war, ich hatte keinen Zugriff zu meinen Videos und damit auch nicht auf die Videos von der Gamescom, ja? Mein heiliger Vlog, den ich machen wollte, es ging einfach nicht. Und zwar war da irgendwie der Wurm drin. Alle meine GoPro-Videos konnte ich nicht auf meinen PC ziehen. Dann hat sich mein PC aufgehängt und einfach so, nein, kein Bock, keine Videos für dich. Und ich hatte auf der Gamescom, ich habe 44 Videos gemacht. Und wenn man so viel Arbeit sich macht, hey, wenn man sich so viel Arbeit macht, dann will man auch irgendwie dann Videos haben, um sie dann hochladen zu können. Und das ging halt nicht. Und dann habe ich. Ich habe schon eine neue Speicherkarte gekauft, weil die davor hingen auch. Also der PC hängt sich immer auf, sobald ich das öffne. Neue Speicherkarte gekauft, dann auf die Gamescom gegangen und auch die neuen Videos quasi von der Gamescom waren nicht zu holen, waren einfach. Es ging nicht. Sobald ich die angeklickt habe, hat sich der PC aufgehängt. Jetzt weiß ich, dass es wohl am PC lag. Dass ich den wohl mal wieder neu aufsetzen musste. Ey, stirb doch. Didi ist gestorben. Ja, es lag dann am PC, jetzt weiß ich es auch. Dann habe ich mir die Mühe gemacht, hab alles auf meinen Laptop gezogen, ja. Mein Laptop war meine Rettung. Und vom Laptop alle Videos auf eine Festplatte. Und dann von der Festplatte auf dem PC gespielt. Das heißt, jetzt habe ich endlich die Videos. Hey, du kleine Sniperino, nicht mit uns. Und ja, tot. Das heißt, jetzt habe ich Zugriff auf die und jetzt kann ich sie auch schneiden. Und in dieser Woche kommt dann mein. Ach, einmal ein Schuss zu wenig. Das heißt, in dieser Woche kommt dann der so heiß begehrte Vlog von der Gamescom. Der eigentlich eh schon wieder total out und uncool ist, weil alle schon ihre Vlogs hochgeladen haben und die Juli wieder zu spät. Super. Diesmal konnte ich nicht mal was dafür. Ja gut, und da sind dann auch noch andere Vlogs drauf gewesen auf der GoPro. Und die kann ich dann auch demnächst schnippeln. Ich hoffe, es freut euch ein bisschen. Und ja, das wollte ich euch sagen. Alles auf die böse, böse GoPro schieben. Nein, mein PC. Ja, deswegen kam da letzte Woche nichts. Aber jetzt bin ich ja wieder zurück am Stissel und jetzt gehe ich sterben. Und jetzt habe ich auch wieder Möglichkeit, Videos zu machen. Yes! Das war's schon. Ist übrigens immer noch schwer zu labern und Kills zu machen nebenher. Aber ich übe es, Leute, ich übe es. Der Didi hat gedacht, er kann mich ausdiddeln, aber nicht mit mir. Und du auch nicht. Aber du. Jetzt mache ich noch ein paar Kills, dass ihr noch ein schönes Gameplay hattet. Zumindest so ein bisschen, Leute. Zumindest ein bisschen. Am schlimmsten sind die links, rechts, links, rechts. Man selber ist zu blöd, es hinzukriegen, aber die kriegen es natürlich hin. Sauber. Ja, jetzt kommt es hier mit der Shotgun. Denkst du, das ist cool, oder? Da versteckt sich immer ein kleiner Pimmel. Didi, I'm coming for you. Ich müsste ihn doch eigentlich schon nicht penetrieren, aber dominieren, oder nicht?
Didi hat Angst. Didi holt sich nämlich eine Shotgun und das macht man nur, wenn man Angst hat, oder? Oder man spielt gerade TDT. Das war fies von Hinde. Oh, 9 Leben, Leute. Ich kann noch regeln. Kann noch regeln. Das hätte mein Kill am Ende sein können. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gespannt. Bis dahin, ciao.